Ich schwöre es euch, Leute, ne? Ich habe noch nie in meinem ganzen Hayat noch nie Ben & Jerry's Eis gekauft, ja? Und ich habe es auch noch nie probiert, ja? Mir wurde gesagt, dieses Cookie Dough, ja, das soll wohl das Beste sein. Wallah, Leute, ich dachte mir, weißt du was, bevor ich sterbe, Digga, ich gehe langsam auf die 40 zu, Digga, bevor ich sterbe, ich muss einmal probieren, Digga. Wallah, es kann doch nicht sein, dass ich in meinen ganzen fast über 30 Jahren nicht einmal dieses verdammte Scheiß-Töbe-Töbe überteuerte Eis gegessen habe. Wallah, erste Mal in meinem Leben, seid live dabei, live Reaction, ich sag euch hier weiter, ihr wisst, ich bin ein Feinschmecker und ich sag euch jetzt die Wahrheit. Okay, warte. Sehr viel Zucker enthalten, sehr viel Zucker. Schmeckt nach Kaffee, aber wallah, sehr viel Zucker. Ne, wallah, enttäuscht, ne. Ganz normales Oreo-Eis, Digga. Dafür zählen die Leute sich dumm und dämlich. Dafür gehen die in Schufa rein und riskieren Kündigung von der Wohnung, weil sie die Miete nicht zahlen können. Genau deswegen, Digga. Das wird später reklamiert. Ach ja, wir reagieren heute auf den ABK. Und zwar gibt es wieder ein bisschen Stress hier, ja. Und zwar auf das Video KuchenTV, jetzt reicht's, ja. Wir haben viele geschrieben, ey, da ist wieder was Neues los, ja. Ja, okay, kein Plan, hab nichts mitbekommen, hab nur das mit Unge mitbekommen, ne, Kuchen, du warst gut geschossen, das war's, mein Löffel ist hingeflogen, also let's go. Achso, dieses Video entstand bereits vor einigen Monaten, es gab bisher jedoch keinen Anlass, es hochzuladen, jetzt habe ich aber die Chance voll, okay. KuchenTV, ich hab dir gesagt, dass ich in letzter Zeit echt nicht gut drauf bin und du mich bitte nicht provozieren sollst. Aber du wolltest es nicht anders. Herzlichen Glückwunsch, denn jetzt haben wir ein persönliches Problem. Ich habe ja auch schon, bevor ich mein Video gemacht habe und jetzt auch danach, habe ich halt mit ein paar YouTubern auch geschrieben, auch über ABK, so, ne? Und ich habe so viele Informationen noch bekommen, die man theoretisch mal nutzen kann. Wenn der sich mit mir traut, in Kaffee und Kuchen zu gehen, verspreche ich euch, Digga, danach nennt er sich nicht mehr ABK, danach wird er sich selber davon distanzieren. Hey, ich habe voll Angst, oh mein Gott, bitte pack mich aus. Guck mal, ich sag dir auch ganz ehrlich, KuchenTV, ich wollte mich mit dir aus einem Grund nicht treffen. Ich habe wirklich Angst, weil ich habe gesehen, was du deiner Freundin, mit der du heute ein Kind hast, damals angetan hast. Dann hat er mich geschlagen ins Gesicht. Dann bin ich umgefallen. Da hat er mich dann auch versucht, so in den Bauch zu boxen und hat auch so leicht getroffen. Dann hat er mich aufs Bett gedrückt, ist über mich drüber und hat mich getreten. Was? Das ist KuchenTV's Ex und das hat er ihr angetan? Ins Gesicht, auf meinen Körper, überall hin. Hat mich dann hochgezogen und gegen die Wand gedrückt und meinen Kopf mehrfach gegen die Wand. Hat dann an meinen Haaren gezogen und hat mich auf den Boden geschmissen. Oh. Was? Digga, was? Oh. Ich hab einfach Angst. Walla, das arme Mädchen und der Typ. Walla, ist das nicht zur Anzeige gegangen oder so? Warum bekommen wir das erst jetzt zu sehen, Digga? Walla, was ist das denn für ein geistesgestörter Typ, Digga? Wie kann man sowas einer Frau antun? Das ist aber typisch Prototyp. Walla, ich will diese Kraftausdrücke nicht benutzen, bevor ich irgendwie Ärger bekomme, aber was für ein, boah, so ein Lauch, Digga, so ein Lauch, der nichts drauf hat, wirklich eine halbe Backpfeife, der seine Kraft, ne, der sich nur mit Frauen messen kann, weißt du, diese Männer sowieso, wie ich die, über die Pest hasse, die immer ihre Hand gegenüber Frauen erheben müssen, ne, Walla, Billa, eins ist klar, Digga, ihr bekommt auf jeden Fall die höchsten Stufen im Höllenfeuer, das ist klar und ihr werdet noch eure gerechte Strafe bekommen, Digga, und ich hoffe, ihr werdet eines Tages von einem Mann richtig Schläge bekommen, Digga, Walla, wer sich traut, eine Hand gegen eine Frau zu erheben, der ist kein Mann, Digga, das ist eine Fotze, Digga. Dass du mich auch schlägst und irgendwie meinen Kopf gegen eine Wand haust. Aber egal, ihr habt euch ja jetzt vertragen und habt auch ein Kind zusammen. Vielleicht vertragen wir uns ja auch irgendwann und machen auch ein Kind. Ich würde es aber direkt zur Adoption freigeben. Sorry. Ihr wisst ja noch, als ich damals mit KuchenTV vor 2 Jahren Beef hatte. Du hast doch meine Handynummer, du hast sogar meine Adresse. Falsch, mal wieder ist ABK mächtig am Lügen. Er zeigt schon Screenshots von unserer Unterhaltung und lässt dabei dann einfach die Hälfte weg. Nur eine Nachricht später habe ich dir sogar geschrieben, dass ich deine Adresse nicht habe, da sich diese als falsch rausgestellt hat. Und zu wissen, dass das die falsche Adresse ist, setzt es ja voraus, dass du die richtige Adresse kennst. Sonst kannst du ja richtig von falsch nicht unterscheiden, wenn du das richtige Ergebnis nicht kennst. Deine Nummer hatte ich, by the way, auch noch nie. Keine Ahnung, was du davon mir willst, um ehrlich zu sein. Der Chatverlauf, den du gerade zeigst, vom 8.11.2017, hättest du einfach mal nur ein bisschen weiter hochgescrollt, dann würdest du nämlich wissen, dass du seit dem 6. November 2017 meine Handynummer hast. Und dann war es irgendwie so, dass ich in einem YouNow-Livestream war. Und plötzlich hatte mich KuchenTV anonym angerufen. Und ich hatte ihm gesagt, schick mir deine Nummer, warum rufst du mich anonym?
anonym an. Der wollte mir seine Nummer nicht geben, weil er mir nicht vertraut hat. Vor 2 Jahren. Da hatte ich auch noch nicht so viel Hype. Deswegen wollte er mir nicht seine Nummer geben. Jetzt kommt er ja schon direkt blasen und gibt mir Nummer und heult sogar rum, dass ich mich nicht mit dem treffe. Aber egal, kein Ding. Ihr müsst euch vorstellen, der hat mich so gegen 21 Uhr angerufen. Ich bin halt nicht dran gegangen, weil, wie gesagt, er hat anonym angerufen. Eine Stunde später oder eine halbe Stunde später, ich gehe so zu meiner Mutter in die Wohnung. Auf einmal bekomme ich wieder einen anonymen Anruf. Und ich bin nicht dran gegangen, weil ich dachte, okay, es müsste KuchenTV wieder sein. Weil er war ja derjenige, der quasi eine Stunde zuvor auch anonym angerufen hat. Auf einmal, Leute, was passiert bei uns zu Hause? Es klingelt an der Türe. Zack, die ganze Zeit. Weil es war schon 22 Uhr, so wir dachten uns, ey, wer klingelt um diese Uhrzeit? Danach auf einmal klopft bei uns an der Türe. So richtig schlau. Zu dem Zeitpunkt war ich zu Hause, meine Mutter war zu Hause, Onkel Hafid war zu Hause. Mein Onkel macht die Türe auf. 4 Bullen kommen rein. Sofort Hände aus den Taschen in die Küche, wir suchen Abdel Halim. Wir gehen so in die Küche, meine Mutter übelst in Schock. Und die so, es geht um Folgendes, wir haben eine E-Mail bekommen von einem sogenannten, jetzt pass auf, den Namen habe ich jetzt zensiert. Es geht darum, dass sie, Abdel Halim, als Geisel gehalten werden. Ich meinte, nein, ich werde nicht als Geisel gehalten. Ich bin Person des öffentlichen Lebens, vielleicht hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Die so, okay, weil wir hatten sie auch nämlich vorhin angerufen, aber sie sind nicht an ihr Handy gegangen. Und ich so, haben sie anonym angerufen? Die so, ja. Und ich dachte mir, fuck, ich bin ja nicht dran gegangen, weil ich dachte, dass das KuchenTV ist, der anonym angerufen hat. Aber das war die Kriminalpolizei. Und dann die so, mischten. Aus deinem Film, Digga. Sie Anzeige erstatten. Ich so, ja. Meinen die, okay, die E-Mail, die wir bekommen haben, war von einem sogenannten Tariq T. 6 Monate später. Ermittlungsverfahren gegen Tariq Tesfu. Und dann fange ich an, diesen Tariq Tesfu zu googeln und finde heraus, das ist so ein Typ. Ich mache Videos im Internet immer gegen Sexismus, Rassismus, Homofeindlichkeit, Islamfeindlichkeit. Das heißt, ich bin auch Feminist, ja. Der passt wirklich in das Feindbild von manchen KuchenTV-Zuschauern, ne? Und dann sehe ich von diesem Tariq Tesfu, der angeblich einen Kriminalpolizeieinsatz bei mir ausgelöst hat. Der wurde öfters Opfer eines Hackerangriffs und dann ist mir so eine Theorie in den Sinn gekommen. Die haben den Kriminalpolizeieinsatz ausgelöst über die IP-Adresse von diesem Tariq Tesfu. Und heftig, heftig. Wisst ihr, wer diese Leute waren, die diesen Einsatz ausgelöst haben? Das waren Leute aus KuchenTVs Community. Es gab so einen bestimmten Hacker, dessen Name ich jetzt nicht erwähnen werde. Dieser Hacker hat damals von zahlreichen Politikern die Adressen veröffentlicht. Ich habe auch dann daraufhin vom Landeskriminalamt folgendes Schreiben bekommen. Dieser Typ hat damals von vielen Politikern die Adresse gehackt und irgendwann wurden diese Adressen und so über Unges Twitter-Account gepostet. Und ich weiß, welcher Typ dahinter steckt. Weil ich habe mich dann mal schön mit diesen Leuten connected, weil die zu diesem Zeitpunkt eh Streit mit KuchenTV hatten und die haben alles über dich ausgepackt. KuchenTV ist zu den Hackern. Du hast mich damals nach der Adresse von ABK und Imp gefragt, weil du wegen dem Mobbing gegen die vorgehen und mit einer Kamera vor deiner Haustür auftauchen wolltest. Bleib doch mal bei dem 31er Verräter-Punkt-Argument. Du hast doch keine Ahnung, wie das Ganze gelaufen ist. Angegangen, hat denen gesagt, was ist denn hier passiert? Dass er meine Adresse haben will. Ewa, was hab ich hier gedrückt, Digga? Hat auch von denen meine Adresse bekommen. KuchenTV ist auch dafür bekannt. Chef Koran, Alter, mein Oberteil. Von der Schokolade, was bin ich für ein Trottel, Alter. Adressen damals schon geleakt zu haben. Jetzt an alle YouTuber, die Opfer davon wurden und sich gefragt haben, woher hat KuchenTV meine Adresse gehabt? Ganz einfach, der war mit diesen Hackern connected und hat sich höchstwahrscheinlich dann von denen immer die Adressen besorgt. Es gab damals eine Seite, die nannte sich... Auf dieser Seite wurden richtig viele Adressen von YouTubern veröffentlicht. Und ich kenne mittlerweile sogar den Inhaber dieser Seite. Und das ist wirklich jemand gewesen, der mit KuchenTV connected war und der, wie gesagt, KuchenTV meine Adresse sogar damals gegeben hat. Ja, eklig, Digga, 31er, dreckiger Move, Digga. Daran merkt man einfach, dass dieser KuchenTV, das sind so Menschen, die alles in sich reinfressen, so weißt du, die so im Internet leben, die haben nichts drauf und die wollen einfach nur Leuten Schaden hinzufügen, weißt du? Die drehen durch, wenn die sehen, ich habe eine Konkurrenz, die ist besser als ich und dann, die gönnen halt nicht, die müssen denen sofort schaden, weißt du? Und ja, was macht der dann? Der kriegt die Adressen raus, postet die Adressen, dies und jenes, versucht einfach so gut wie möglich diesen Menschen zu schaden, weil er eifersüchtig ist oder was auch immer, weil er mit seinem Leben einfach unzufrieden ist, weil er Komplexe hat. So, ich meine, rate mal, wen wahrscheinlich KuchenTV damals geleakt hat, die Adresse von, keine Ahnung. Und den Chatverlauf, den du gerade versuchst zu entziffern, den kann ich dir ganz einfach mal offenlegen. Rate mal, wen damals gebeten hat, die Adresse von der Seite entfernen zu lassen. Ja, KuchenTV hatte die von mir. War die Kripo wegen ihm bei dir? Ja, wegen Leuten aus deiner Community, KuchenTV. Und jetzt sag nochmal, dass die ABK-Armee asozial ist. Deine ist kein Stück besser. Ich bin sogar schon nach Köln gefahren, um das halt am Samstag mit ihm zu drehen. Das war auch das Wochenende, wo ich auch mit Cengiz und Nick gedreht habe. Am Samstagmorgen, bevor wir das Video drehen... Boah, Digga, warum redet er so, Digga?
wollten, kam dann eine Sprachnachricht. Ja, du, ich habe gerade ein paar Probleme, geht leider nicht, bla bla bla. Natürlich. Ich wollte auch nicht einfach eine von vielen Schlampen sein, mit denen du an dem Tag drehst, weil ich mich schon wirklich für etwas Besseres halte. Weil guck mal, ich meine, ich war ja auch zu Recht in deinem Video drin, die drei krassesten YouTuber Deutschlands. Ich meine, ich bin ja auch einer, wenn nicht sogar der krasseste YouTuber von ganz Deutschland. Und es ist ja klar, dass du mich ja übelst feierst und auch ein Fan bist irgendwo und dann dein Idol auch gerne treffen willst, das kann ich verstehen. Und wenn dein Idol dann absagt und nicht zum Kaffee und Kuchen kommt, dann verstehe ich auch ein bisschen, dass du halt traurig und sauer bist. Und so. Ich habe dann halt gesagt, ey, wir können auch Sonntag drehen, wir sind sowieso bis morgen da. Da meinte er dann, ja, nee, ich muss morgen meiner Mom helfen. Einer hat auch gesagt, der Sami hat schon was gesagt dass es halt nicht geklappt hat. Ja, Samstagmorgen habe ich halt eine Sprachnachricht bekommen, dass ABK halt ein paar Probleme hatte in der Nacht quasi und jetzt erst irgendwie um 8 oder 9 Uhr ins Bett gekommen ist. Und ich habe dafür auch voll Verständnis, ist okay. Er war im Krankenhaus. Also wenn er im Krankenhaus war, hat er mir das nicht gesagt. Das, was er mir gesagt hat, da war er nicht im Krankenhaus. Also nicht ich war im Krankenhaus, ich war mit jemandem im Krankenhaus. Aber das Wort Krankenhaus hast du in der Audio auf jeden Fall gehört. Ich ins Krankenhaus bringen, war ich da im Krankenhaus, musste ich, Digga, 4,5 Stunden warten. Musste dann noch meine Mutter was machen. Bitte die Audio nicht ganz abspielen, weil da sind wirklich private Informationen. Pah, da seht ihr mal, was Kuchen für ein Lügner ist, Digga, und sich nur versucht gut zu reden. Drinne. Aber das Wort Krankenhaus ist auf jeden Fall in der Audio gefallen. Ich meine, mag sein, dass du homophob bist und Schwule nicht leiden kannst. Und mag sein, dass du einfach nur ein Lügner bist, Digga, der Komplex hat und in seinem Leben nicht zufrieden ist und einfach andere Menschen, die erfolgreicher als du sind, einfach nichts gönnen möchtest, du ekliger Mensch, Alter. Ist halt dämlich, aber was will man machen? Ich meine, mag sein, dass du pädophil bist und Kinder besonders leiden kannst. Ist halt moralisch total verwerflich, aber was will man machen? Aber trotzdem sollte man ein derartiges Verhalten nicht auf seinem YouTube-Kanal ausleben. Übrigens werde ich am Montag auch direkt zum Anwalt gehen und mal schauen, was mein Anwalt zu deinen pädophilen Vorwürfen sagt. Da bin ich ja mal gespannt. Oh Mann, immer noch ein Anwalt. Immer noch nicht? Nein, Bruder. Yo, seit 2 Jahren will er dich schon anzeigen. Hat immer noch nicht geklappt, oder was? Lustig aber irgendwie, ne? Du fuckst dich darüber ab, dass ich dich ja angeblich als Pedo dargestellt habe, aber bezeichnest irgendwelche YouTuber, die Minecraft-Kinder-Content machen, als pädophil. Ich war der Einzige, der hinter dem stand zu der Zeit, ja? Zu der Zeit, Digga. Okay, dann gucken wir nochmal kurz zu der Zeit, ja? Das Video hochgeladen, 26.08. Ja, und sein Schwulen-Outing und so weiter war im Dezember. Der Hype von dem Hate war quasi so Januar, Februar. Du hast 6 Monate später, nachdem das schon gar keinen mehr interessiert hat, mit den Videos gedreht. Bro, das ist nicht zu der Zeit. Das ist alleine schon wieder so ein Punkt. Er versucht sich jetzt als Ehrenmann hinzustellen. Was, wie, ich hab mit dem 6 Monate später gedreht? Hier, da kam sein Fake-Outing. Hier, ich hab schon da mit dem gedreht. Du hast mich doch sogar noch dafür kritisiert und meintest, warum hat der ABK den Miguel nicht verraten? Tut mir leid, dass ich auf YouTube der Einzige bin, der anscheinend loyal ist. Ich verstehe auch nicht, warum Unge sich dann von dem so ausnutzen lässt, weil es ist ja klar, dass er da nicht freundschaftsmäßig hingefahren ist. Auch, dass er seinen Stream damals geradet hat. Sorry, du kannst mir nicht erzählen, dass er das einfach gemacht hat. Einfach nur so aus Spaß, sondern ist natürlich klar, dass er da auch Reichweite hintergesehen hat, ne? Ganz einfach, Unge hat mich mehrmals nach Madeira eingeladen. Wenn du auf die Insel kommst, ich kleide dich richtig ein. Er packt schon mal für Madeira. ABK, komm rüber, komm gerne. Dann bin ich irgendwann mal dahin geflogen und hab mir gedacht, ey, wie kann man das Ganze cool verpacken, damit es nicht so langweilig rüberkommt. Und dann habe ich einfach die krasseste Aktion auf ganz YouTube Deutschland gebracht und bin dann da in den Stream reingelaufen. Und jeder hat es zu Recht auch gefeiert. Oh, ist da jemand eifersüchtig, dass er nicht mit Unge chillen darf? Boah, man merkt, Digga, der Kuchen TV ist richtig am Brennen, Digga. Eifersüchtig. Und er hat jetzt leider das geschafft, was sein Plan war, ABK mit Unge zu trennen. Warum? Weil Unge erfolgreich ist, weißt du, damit ABK nicht mehr was vom Kuchen abbekommt, damit KuchenTV sich an Unge reinschleimen kann, damit er sich connecten kann und ABK abkackt so. Das ist einfach dieser Missgunst, dieser Neid, weißt du, das Gott sei Dank, was uns im Islam beigebracht wird, dass wir das nicht tun sollen, weißt du, dass wir den Leuten immer gönnen sollen, ne, weil nur dadurch wirst du auch immer erfolgreicher, nur dadurch hast du ein gutes Leben, du musst mal den Leuten gönnen, du darfst keinen Neid haben, das ist nicht erlaubt, weißt du. Und bei ABK sehe ich das null, Digga. Er gönnt jeden seinen Erfolg, er teilt und postet Leute, wenn die irgendwas Gutes tun, so. Er hilft denen, kleineren YouTubern, so, er geiert nicht, so, und Kuchen davor das komplette Gegenteil, weißt du. Er ist sofort am Abkacken, Digga, man merkt, Digga, er wollte unbedingt sich mit Unge connecten, fand scheiße, dass ABK da Reichweite aufbaut und was auch immer. Aber ja, was willst du machen? Gibt halt Menschen, die sind immer so, ne?
davon aus, dass der Mensch schlecht ist und zu 100% das Übel getan hat, was man selber gar nicht beweisen kann. Wahre Worte, du kleiner Heuchler. Vielleicht sollte man sich erstmal selber an solche moralischen Grundsätze halten, bevor man hier Mutter Teresa spielen möchte. Du hast eine Stelle da rausgeschnitten, nämlich die Stelle, in der ich gesagt habe, dass ich mich selber gar nicht an diese Sachen halte, das aber den Leuten mit auf den Weg geben möchte. Aber jetzt mal ganz unabhängig von diesem ganzen Drama hier auf YouTube. Es kann sein, dass die Person so und so ist, aber es kann auch sein, dass sie nicht so ist. Hört auf, das Leben zu pauschalisieren, auch wenn ich es manchmal selbst tue. Aber hört... Auch wenn ich es manchmal selbst tue. Oh, hat da gerade jemand versucht, mich irgendwie ins schlechtere Licht zu rücken? Ekelhaft, dieser Kuchen-TV. Ekelhaft, Digga. Glaub mir, daran bin ich besser, Kuchen-TV. Alles klar. Das war's mit dem Video, Freunde. Leider interessant, ne? Also, ja. Ihr wisst, auf welcher Seite ich stehe. Einfach nur auf der Seite von der Person, die im Recht ist, ne? Und die Leuten keine Missgunst wünscht. Fazit zum Ben & Jerry's Eis. Wallah, viel zu viel Zucker. Ich glaube, das ist auch genau das. Das ist halt, Zucker ist halt eine Droge, weißt du? Das macht die Leute süchtig. Deswegen essen die davon auch so viel. Deswegen habe ich auch gerade so viel davon gegessen. Ich schwör's euch, es schmeckt gar nicht. Ich will es auch nicht mal weiter essen. Ich lege es in den Kühlschrank, da kann es vergammeln. Das war's mit der Reaction. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao.